Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mittelerde Schatten des Krieges. So, und wir sind auf dem Weg. Ein Festmahl in der Nähe. Ich kann ihren fürchterlichen Gesang hören. Und jetzt endet die Jagd. Kommst du nicht vorbei? Sind nicht gefährlich. Die sind nur missverstanden.
der Grubenhüter mir einen vernünftigen. Ja. Dann weißt du, wie es ist, in die Enge getrieben und aufgespießt zu werden. Dich nochmal zu. Gestorben, doch ich habe überlebt. Mehr als das. Ich bin gewachsen. Meine Brüder setzen mich zusammen, stärker denn je. Doch sie haben mich nicht erschaffen. Du warst es. Du bist der Schöpfer der Maschine. Wirklich unglaubliche Qualen erleichtern. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt sind es wieder zwei. Halt mal hier. Ey, du fängst mit einem an und da kommt der nächste. Oh nein. Es ist echt brutal.
Entschuldigung. Mein Freund! Ich diene euch, mein Herr! Nie nieder. Deine Tricks sind nutzlos, nutzlos. So. Oh, es wurde gerade erst lustig. Zeig dich, du Schreck! Zeig dich, du Schreck!
So. Das dürfte der letzte sein. Sein Leben davon abhinge. Und das tut es. Ich hab ihn. Ha! Tod allen Feinden. Ich wünschte, ich wäre eine Belastung. Versuch's nochmal. So. Haben wir das jetzt auch abgeschlossen?
Ja, aber wann wird das denn freigeschaltet hier? Die alten Götter verließen uns, aus der Musik der Welt wurde Missklang. Er sah es als seine Mission, dies zu korrigieren. Ein dunkler Herrscher, der die Fehler eines anderen behebt. Die Zukunft ist voll von ihnen. Jeder entschlossen, die Welt vor sich selbst zu retten, das Chaos zu beseitigen, alles zu beherrschen. Ja, komm, setz dich zusammen. Alter. Ja, das ist ja jetzt nur hier zur Spielzeitverlängerung, oder?
Nach Morgoth kam Sauron. Und nach Sauron... Nach Sauron wird Frieden herrschen. So. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, wie es ausgeht. Alles klar, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.